In der 10. Ausgabe der Lockdown News geht es um den Sturm aufs Kapitol, Studierendenproteste in Istanbul und die Debatte um Schließung der Betriebe im Lockdown. Die mit Abstand größte Schlagzeile in der vergangenen Woche war der Sturm aufs Kapitol. Am vergangenen Mittwoch, am Nachmittag in den USA, hatten sich tausende Trump-Supporter und andere Rechte versammelt, eigentlich zu einer Demonstration unter dem Motto Save America. Sie meinten damit die USA. Auf dieser Demonstration wollten sie gegen den Diebstahl der Wahl protestieren. Und daraus entwickelte sich dann, dass Tausende von ihnen vors Kapitol zogen. Das Kapitol ist der Sitz des US-Kongresses, also in etwa sowas wie der Bundestag in Deutschland. Angekommen begegneten die Rechten einer geringen Anzahl PolizistInnen, die ihnen nach einigen Auseinandersetzungen auch schlicht Einlass gewährten. JournalistInnen und AugenzeugInnen berichten sowohl von heftigen Auseinandersetzungen, in denen viele Menschen verletzt wurden, ein Polizist sogar tödlich, aber auch davon, dass manche PolizistInnen einfach höflich mit den rechten DemonstrantInnen oder Eindringlingen umgegangen sind. So soll ein Polizist einen Eindringling im Kapitol aufgefordert haben, doch wenigstens seine Zigarette auszumachen. Eins wurde schnell offensichtlich. Bei den Black Lives Matter-Protesten war das Kapitol weiträumig abgesichert von Trupps in Flecktarn. Diesmal reagierten die PolizistInnen scheinbar überrascht und das, obwohl der 6. Januar schon lange ein fixes Datum unter US-amerikanischen Rechten und FaschistInnen ist. Das liegt ohne Zweifel an den tiefen rassistischen Strukturen des US-amerikanischen Staates, der People of Color und schwarze Menschen um ein Vielfaches mehr gefährdet und angreift. Es liegt aber auch daran, dass diese rechtsnationalen, faschistischen Protestler überhaupt keine Gefahr für den US-amerikanischen Staat darstellen. Ganz im Gegenteil, viele, die sie unterstützen und die ihrer Meinung sind, sitzen und saßen ja sowieso im Senat. Einer ihrer größten Unterstützer war die vergangenen 4 Jahre Präsident. Das liegt daran, dass diese Rechten die bestehenden Machtstrukturen nicht in Frage stellen, das Privateigentum nicht in Frage stellen. Sie fordern ja eigentlich blind ein Weiter-so. Nun hat der Senat aber Bidens Wahlsieg bestätigt. Die Demokratische Partei kontrolliert nun den Senat, das Repräsentantenhaus und das Weiße Haus. Formal könnte sie also einfach durchregieren. Wie das läuft, das berichten wir. Jetzt berichten wir euch von den Protesten an der Boğaziçi-Universität in Istanbul. Das ist eine der renommiertesten Unis in der ganzen Türkei. An ihr studieren rund 16.000 Menschen und Tausende von ihnen haben sich in der vergangenen Woche an Protesten beteiligt. Es ist nämlich so, dass Präsident und Diktator Erdogan für 5 Universitäten neue Rektoren ernannt hat. An der Boğaziçi-Universität ist das Melihbulu. Der ist schon seit Jahren Teil der AKP, hatte sich mal bei Parlamentswahlen versucht, ist aber gescheitert und Studierende kritisieren nun an ihm, ihn qualifiziert eigentlich nichts als Rektor, außer dass Erdogan sich sicher sein kann, dass er seine Politik umsetzt. Eigentlich ernennt die Uni einen Rektor aus den eigenen Reihen. Darüber setzte sich Erdogan aber einfach hinweg. Studierende reagierten mit heftigen Protesten unter dem Slogan »Wir wollen keinen Staatsrektor«. StudentInnen gingen zunächst für einen Tag in den Streik, nämlich am 4. Januar, und nahmen einfach nicht an den Online-Vorlesungen und Veranstaltungen teil. In einer Pressemitteilung heißt es, »In der Boğaziçi-Universität wurde ein neuer Rektor ernannt, Kapitalist und AKP-Politiker Melihbulu. Halten wir es kurz?« Melihbulu ist nicht unser Rektor, wir wollen keinen Rektor im Auftrag des Staates. Es folgten stundenlange Proteste, an denen auch Studierende und Lehrende anderer Universitäten sich beteiligten. Die Polizei reagierte mit Wasserwerfern und mit teils mit Maschinengewehren bewaffneten Polizeitrupps. Studierende verhinderten durch eine Blockade, dass Wasserwerfer auf das Unigelände gelangten und riefen nach diesem ersten Erfolg zu einem weiteren Boykott am Dienstag und zu einer Versammlung am Mittwoch auf. Ein AKP-Sprecher Ömer Şelik verurteilte und kriminalisierte diese Proteste heftig. Noch am Dienstagmorgen fanden Festnahmen und Hausdurchsuchungen gegen insgesamt 17 Studierende statt. Festgenommene berichten, dass sie durch die Polizei Gewalt, körperliche Misshandlung erlebt haben und dass sie sich auf der Polizeiwache nackt ausziehen mussten. Noch am Dienstag gab es Solidaritätsaktionen und auch Lehrende beteiligten sich solidarisch an den Protesten. Obwohl die Repressionen immer härter werden, leisten die Studierenden nun schon seit 6 Tagen Widerstand. Und sie haben angekündigt, erst aufzuhören, wenn Erdogan seine Machtdemonstration zurücknehmen musste. Aus der Regierung gibt es bereits jetzt Stimmen, die die Proteste an der Boğaziçi-Universität zu den neuen Gezi-Protesten erklären wollen. Und zuletzt zur Debatte zur Schließung der Betriebe im Lockdown. Wir haben ja letzte Woche schon berichtet, der Lockdown geht weiter. Und ganz zentral in dieser Strategie, die jetzt schon seit fast einem Jahr umgesetzt wird, ist, Kontakte werden vor allen Dingen im Privaten eingeschränkt. Perspektive-Autorin Tabea Kahlo spricht deswegen auch vom Freizeit-Lockdown. Nun, da aber schon seit einigen Wochen andauert, zeigt sich, auf welchen wackeligen Beinen dieser Lockdown steht. Eigentlich haben nämlich Beschäftigte unter bestimmten Bedingungen das Recht, eine Covid-Infektion als Betriebsunfall zu melden.
Der DGB beschreibt, dass viele Arbeitsstellen solche Meldungen ganz bewusst blockieren und so schaffen es ganz viele Infektionen am Arbeitsplatz eben nie in Statistiken. Hinzu kommt, dass allgemein die Kontaktverfolgung weitestgehend zusammengebrochen ist. Das Infektionsgeschehen gilt fast überall als diffus. Insgesamt zeigt sich also, dass Betriebe nicht nach breiter Meinung als Infektionsherde gelten, liegt vor allen Dingen auch an fehleranfälligen Meldesystemen oder an Unternehmen, die solche Meldungen schlicht blockieren. Manche Infektionsherde, wie zum Beispiel in der Fleischverarbeitungsindustrie bei Tönnies oder in den großen Logistikzentren, sind aber nicht von der Hand zu weisen. Und so kommt jetzt im Januar 2021 auch die Forderung in der Politik an, die linke Bündnisse wie zum Beispiel Nicht auf unserem Rücken schon seit Beginn letzten Jahres aufstellen. Infektionsschutz ernst nehmen heißt auch Infektionsschutz in Betrieben, in Lagerhallen ernst nehmen. Das heißt auch Großraumbüros und Fließbänder stillzulegen. Die Kritik an den Infektionsschutzmaßnahmen wird inzwischen auch bei denen immer lauter, die Covid nicht leugnen. Die wird auch bei denen immer lauter, die bisher alle Maßnahmen mitgetragen haben, in der Überzeugung, sich so möglichst solidarisch und verantwortungsbewusst zu verhalten. Denn die Regierung verspielt Vertrauen zunehmend, indem Gastronomien trotz hoher Investitionen in den Infektionsschutz wegsterben, aber in Großraumbüros und Lagerhallen eigentlich Normalbetrieb herrscht, als wäre gar keine Pandemie. Und so langsam kommt diese Forderung, Betriebe also zu schließen, auch in größeren Kolumnen und Medienhäusern an. Auf Twitter trendete zum Beispiel in der vergangenen Woche der Hashtag Macht Büros zu. Wichtig ist, in der Debatte darf es natürlich nicht nur darum gehen, Menschen vom Schreibtisch ins Homeoffice zu schicken. Einerseits, weil die Rechte von Beschäftigten im Homeoffice immer noch Aushandlungssache sind. Andererseits, weil natürlich auch Menschen in Fertigungsbetrieben oder in Lagerhallen genauso ein Recht auf Infektionsschutz haben. Das waren die Lockdown News Nummer 10. Gerne könnt ihr unsere Arbeit, den unabhängigen Journalismus von Perspektive Online, unterstützen. Entweder indem ihr dieses Video teilt, uns eigene Beiträge zukommen lasst oder auch gerne mit Spenden. Links dazu findet ihr in der Beschreibung.